Green Smoothie gemacht in meinem neuen, wie heißen die Dinger? Thumpler Glas. Hab ich bei TK Maxx gekauft. Ist aus richtigem Glas und hat nur, der ist echt schön, 3,99 € gekostet. Also ab nach TK Maxx. Leute. Ah, Dominik bestellt gerade Karten für uns, für die Efteling. Und weil wir da hin möchten, mit Joanna. Und boah, ich hatte die schlimmste Nacht meines Lebens, sage ich euch. Solche Kopfschmerzen. Das ging gar nicht. Ich glaube, das war wie ein Migräneanfall. Ganz schlimm. So was hatte ich in meinem Leben noch nie. So heftig, dass ich brechen musste. So schlimm. Und ich konnte mich auch nicht hinlegen, das ist noch schlimmer. Ich saß nur oben wie so ein Häufchen Elend, voll am Heulen. Und irgendwann kam der Dominik nach oben zum Schlafen. Und dachte, was ist denn hier los? Echt übel. Richtig übel. Und dann bin ich irgendwann nach unten, weil ich andauernd auf Klo musste, weil mir so übel war. Davon. Und hab dann hier unten im Sitzen irgendwann um 2, 2:30 bin ich an den Sitzen eingeschlafen. Heftig. Heftig. Ich weiß nicht, woran das gelegen hat. Aber mir ging es. Ich hatte gestern schon, als wir von Krefeld nach Hause gefahren sind, Kopfschmerzen. Aber nicht so heftig. Und als ich dann oben mich hingelegt habe, buff. Ganz, ganz schlimm. Aber Gott sei Dank, wir sind jetzt weg. Fühle mich nur ein bisschen schlummerig, aber ansonsten geht's. Ja, hab das Video gerade geschnitten, das lädt jetzt hoch. Lamia schläft, Dominik hatte die Kinder mitgenommen ins Fitnessstudio. Und ich habe bis 20 nach 10 habe ich gepennt. So lange, schon ewig nicht mehr geschlafen. Ja. Und jetzt habe ich mir gedacht, nach der Nacht braucht der Körper Power. Da ist drin Spinat eingefroren, also frischer Spinat, den ich gekauft hatte, den habe ich dann eingefroren. Und Blattspinat, dann Weintrauben, Ananas, die wir von gestern noch hatten, und Gurke. Und was noch? Weiß ich nicht mehr. Ich glaube, das war's. Spinat, Gurke, Ananas, Weintrauben sind da drin. Und kein Eiswürfel. Der Spinat war schon tiefgefroren. Schmeckt total lecker. Ist das mein Paket? Ja. War deine Postbote schon da? Ja. War es im Briefkasten? Nein. Hat er es gerade gebracht? Ja. Oh. Hm. Nichts anderes? Ja, Rechnungen. Werbung. Da ist eigentlich so ein Ding, da kannst du das aufreißen. Ja. Was ist das? Was ist los? Ja, mach ich doch auch. Nee, so, einfach hier. Ja, aufreißen. Genau. Oh, ist das dick? Mm. Das ist ein richtiges Buch. Ich will auch gucken. Ich muss erst gucken, ob das Aussticker sind. Oh, das sind Aussticker, sie. Alle Sticker? Mein Gott. Das sind alles Aufkleber hier. Das sind cool. Aufkleber. Kann ich auch einen haben für meinen Filofax? Was ist ein Filofax? Mein Kalender. Welchen? Ne? War nur Spaß. Ich möchte keinen Violetta in meinem Dings haben. Obwohl, einen brauche ich vielleicht für ein bestimmtes Datum. Aber ansonsten... Oh. Dominik, ich reiche die Krise. Ich kriege hier gleich einen mega Ausraster. Ich bin so angepisst, ne, von dieser Scheiße. 500 sind viele. Oh, die sind ja cool hier. Warte. Oh. Music, Love, Passion. Music, cool. Das sieht aber gar nicht aus wie Violetta. Doch, ich finde, das sieht man schon aus, dass die Violetta ist hier. Hier, ja, nicht das. Cool. Kannst du das da reintun? Ja, kann ich. Violetta. Cool. Kannst du das auch da reintun? Ja. Will ich es nicht vor allem mitschleppen. Hm? Mhm. Gesundheit.
Mach hier mal eben den Tür zu. Gehen jetzt rüber zu Oma und Joanna, möchte gerne in den Pool springen. Und irgendwie schon der Kopfschmerzen. Wie der Kopfschmerzen. Aber gut. Hallöchen. Heute koche ich, mache jetzt gerade Abendessen. Lamia ist schon am Essen, dann ist sie nicht todmüde. Und kriegt schon ein Toastbrot mit Leberwurst. Da ist die Kleine am Essen. Ja, heute koche ich wieder. Wir haben uns entschieden, diese Nudeln zu machen mit rote Beete aus dem Garten natürlich, Gorgonzola und Himbeeren. Und da sind die Nudeln. Original italienische Pasta. Ja, aus dem italienischen Feinkostladen, wo wir waren, wo meine Mama arbeitet. Ja. Ich bin mal sehr gespannt, ob das mal so schmeckt. Und wir fahren morgen nach der Efteling. Yay! Freue mich schon. So sieht das fertige Essen aus. Was ist das? Das ist rote Beete. Rote Beete, Himbeeren. Gorgonzola, die rote Beete hat die Nudeln richtig gefärbt. Mhm. Und eiskalter Weißwein. Bon Appetit. Guten Appetit. Guten Appetit. Essen war super lecker. Oh, Dominik hat jetzt gerade die Tomaten alle gegossen und die Blümchen etc. Ich werde jetzt Wäsche aufhängen. Kaputt. Ja. Wo packe ich euch denn hin, damit ihr das auch sehen könnt? So why you keep playing, boy? Es kam die Zeit. Hallo, meine das Hübschen. Ich. Oh, ist die süß. Oh, guck mal. Oh. Wie putzig. So Babykatzen sind auch so süß. Oh, voll niedlich. Ja, was wollte ich sagen? Achso, ja, genau. Ich wollte jetzt sagen, dass wir jetzt Joanna ins Bett bringen werden. Wir haben gleich 9 Uhr. Heute muss sie früher ins Bett, weil morgen wird bestimmt super anstrengend, durch die Efteling zu laufen. Und Donnerstag oder Freitag kriegen wir die Ergebnisse von Lamia. Wir sind schon sehr gespannt. Ich bin wirklich gespannt, ey, ob das jetzt mehr ist oder weniger oder so geblieben ist. Keine Ahnung. Lassen wir uns überraschen. Hoffen wir mal das Beste. Drückt ihr kleinen Maus die Daumen, dass die Sache besser läuft für sie. Dass sie vielleicht mehr essen kann oder dass wir diesen Test machen können mit ihr. Und voll das Werbeopfer hier. Gibt so Sacrotan, Waschmaschinenreiniger, cool. Wie Scham. Muss ich kaufen. Schon ewig nicht mehr gemacht, meine Waschmaschine gereinigt. Wird man, glaube ich, mal wieder Zeit. Mit der Spülmaschine mache ich das komischerweise öfters. Ich weiß gar nicht warum. Ja, also nächstes Mal bei DM. Muss ich mir merken und das dann holen. Ja, auf jeden Fall habe ich keine Kopfschmerzen gekriegt. Heute Mittag habe ich gedacht, es geht wieder los. Als wir auf dem Weg zur Oma waren, war das hier so rödelig und so warm und schwül und alles. Irgendwie viel zu warm und mein Kreislauf war im Keller. Und da habe ich echt gedacht, oh Gott, bitte nicht schon wieder. Aber es ist Gott sei Dank ausgeblieben. Ich werde jetzt das Video bearbeiten, weil morgen geht das, wir fahren schon um 8 Uhr. Um 7 Uhr stellen wir Wecker, um 8 Uhr fahren wir los. Wir bringen die Lamia zu Oma, die nehmen wir nicht mit, weil bringt ihr da ja eh nichts. Sie muss dann die ganze Zeit im Kinderwagen sitzen, das ist ja für die Kleine der Horror. Also so ein Stündchen spazieren oder irgendwie sowas okay. Oder wenn jetzt Tiere da wären, wird sie das auch. Jetzt im Zoo, glaube ich, würde sie das gut mitmachen. Aber jetzt in Efteling bringt das nichts, sie mitzunehmen. Dann muss sie den ganzen Tag da im Kinderwagen sitzen und so. Das geht ja nicht, das ist ja langweilig. Deswegen bleibt die bei Oma, die möchten dann irgendwas mit ihr machen. Und ja, dann kann ich auch ordentlich Mittagsschlaf machen und sowas. Ja, und dann fahren wir um 8 Uhr los. Jetzt werden wir gleich noch eine Tasche packen, gucken, was wir alles mitnehmen werden.
Und ich freue mich schon, mit bestimmt. Ich war noch nie in Efteling. Dominik, als er klein war, ganz, ganz oft. Ja, und Joanna natürlich auch nicht. Klar, wenn ich nicht war, war die auch nicht. Achso, wir waren ja gestern im TK Maxx. Ich habe euch gar nicht gezeigt, was wir erst gekauft haben, ne? Und zwar habe ich diese Brille hier gekauft. Meine alte ist nämlich kaputt gegangen. Die war ja von Rossmann für 7,99. Die ist total zerkratzt und schlecht gewesen. Also von der Qualität her, jetzt habe ich die hier geholt. Die ist von, wo ist die hier nochmal? Von Oscar de la Renta. Hat 20 Euro gekostet. Keine Ahnung, was die so kostet. Ich glaube, keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall fand ich die ziemlich cool. Und ja, dann habe ich die mitgenommen, brauchte eine neue. 20 Euro sind okay. Und die ist echt Unterschied wie Tag und Nacht. Ich glaube, die hat UV-Schutz 2 oder 3. Ich weiß das gar nicht mehr. Auf jeden Fall sieht man da ziemlich klar durch. Dann habe ich die, die mir auf Instagram folgen, die haben es natürlich schon gesehen, habe ich diese Kerze hier geholt. Extra für die Küche. Riecht richtig gut. War richtig so zitronig. Ja, zitronig. Sehr, sehr frisch. Limette, Zitrone, würde ich schon sagen. Riecht echt toll. Die hatten wir hier gestern an. Und für Lamia habe ich diese Schlabberlätzchen geholt. Aus Plastik. Noch nicht schlecht, finde ich. Und wenn was runterfällt, mal gucken, ob das mal wirklich so klappt. Weil die Kleine spuckt ja schon mal gerne ihr Essen aus. Zum Beispiel, wenn sie Kartoffeln hat und Fleisch dabei. Ob das jetzt Hack ist oder Bratwurst, egal. Und du gibst ihr die Kartoffel, isst die. Gibst du ihr danach das Fleisch, isst die das auch. Und wenn du ihr dann wieder die Kartoffel gibst, spuckt die rotzfrech die Kartoffel aus und sagt, gib mir Fleisch nach dem Motto, Kartoffel will ich nicht. Yes. Die Spülmaschine läuft noch, die muss ich gleich ausmachen. Und ja, das haben wir gekauft. Dann haben wir der Joanna noch neue Schuhe gekauft, die zeige ich euch auch mal eben. Die waren aber nicht bei TK Maxx, die haben wir woanders gekauft. Hier. Und die hier. Ja, ich kann den Namen von diesem Laden nicht aussprechen. Doch, da ist er da. Okaidi oder so. K-A-I-D-I, Okaidi, man sieht es ja nicht. Ja, auf jeden Fall waren die, weiß nicht, ob ihr diesen Kinderladen kennt, die haben echt total tolle Kinderklamotten. Und da kaufe ich mich eigentlich mal dumm und dämlich, diesmal muss ich mich ziemlich zusammenreißen. Ich habe jetzt die Schuhe von Joanna mitgenommen, die sind so schön an ihr. Und müssen wir gucken, dass die auf jeden Fall auch sauber bleiben und ordentlich, dann kann die nämlich zum 90. Geburtstag vom Opa anziehen. Müssen wir mal schauen, ob wir ein schönes Kleidchen für die Maus finden. Ja. Übst du für Samstag? Klar. Brauchst nicht üben, ne? Hast du da so einen Fleck da? Tja, da habe ich mir gerade Eis drauf geschmiert. Musst du dich leider wieder ausziehen, ne? Hab ich ein bisschen geklammert. Ja, das ist ja nur, warum ich die Klamotten habe. Immer oben ohne oder mit Unterhose anhören. Eine Schlabbermatze. Ja, die Schuhe haben wir gekauft und mein Fund neben der Brille ist dieser, wie heißt nicht, Zampler aus Glas. Das hier. Das ist so schön. Ein richtig schweres Glas und da habe ich nämlich heute Morgen Smoothie draus getrunken. Also, habe ich heute Morgen jetzt schon gezeigt, glaube ich, ne? Genau. Auf jeden Fall seht ihr jetzt hier dieses die Verzierung, die hier drauf ist. Ist auch wie so eine Schneeflocke, so ein bisschen. Und das hat man nämlich heute Morgen nicht gesehen. Und dann irgendwie so ein Zeichen, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall kommt die aus Italy, wurde in Italien gemacht und ist sehr, sehr wertig. Also man merkt, es ist wirklich sehr schweres Glas. Zum Mitnehmen ist das definitiv nichts. Ja, und bevor ich hier alles totquatsche, sag ich einfach mal, ich muss die Kirschen essen gleich, sonst sind die nur schlecht. Ja, vielen, vielen Dank fürs Zusehen, auch wenn heute vielleicht nicht so viel passiert ist. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Abend und ja, wir sehen uns dann morgen früh, wenn wir losfahren. Tschüss!